neu. Wiederholen von vorhin. Deswegen sind wir heute alle hier versammelt. Ja, wir sind heute hier,
weil die Stadt Leipzig 2019 den Klimanotstand ausgerufen hat. Darauf folgten aber sehr fragwürdige Entscheidungen. Unter anderem soll der... Bist du noch dran? Ja. Unter anderem soll der Flughafen Leipzig-Halle weiter ausgebaut werden und der Oberbürgermeister Jung, der selber persönlich sich für den Klimanotstand ausgesprochen hat und diesen verkündet hat, hat sich ausdrücklich für den Ausbau dieses Flughafens ausgesprochen. Außerdem werden weiter Grünflächen versiegelt, zuletzt am Leuschnerplatz. Da hinten. Direkt hier hinten. Wichtige Grünflächen, die gerade eine wachsende Stadt gebrauchen kann. Wir brauchen nicht nur immer mehr Einkaufszentren, sondern gerade mehr Menschen brauchen auch mehr Grün für ein angenehmes Leben. Und das sollte, denke ich, auch ein Ziel eines Oberbürgermeisters sein, dies zu verwirklichen. Ja, und ja, voll. Deswegen sind wir heute hier, so ungefähr. Also rufen wir hiermit den Klimanotstand aus. Na, der Klimanotstand wurde ja schon ausgerufen. Wir setzen uns hier dafür ein, dass er auch als das anerkannt, was er wirklich da wird, was er wirklich sein sollte. Toll. So. Dankeschön. Gerade am Wilhelm-Leuschner-Platz, also eher am Neuen Rathaus in Leipzig. Ja. Nach München. Aber die Sonne kommt schon wieder raus. Das gibt auf jeden Fall gute Motivation. Ja, die haben gesagt, die Identitätsfest werden wir nicht nochmal drauf gehen. Ich habe kein Fest dabei. Später. Also was heißt später? Wahrscheinlich bist du noch im Berlin. Okay. Dafür hast du jetzt einen schönen Tag. Ja, ich kann mir mal das
das mal, ja.
Person auf jeden Fall relativ entspannt. Hier wird noch diskutiert. Ja, das Werbeplatz ist ziemlich gut. Cool. Ja. Eine neue Polizei. Ausgewählt.
interessiert ja auch nicht. Aber ich weiß nicht, also entweder einer von den beiden, die das Banner halten. Ja, frag mal Timo. Oder du oder Timo oder. Also ich kann halt nicht. Ja, ja, genau. Ist.
Ziel waren eigentlich so 2 Stunden. Mindestens natürlich. Ja. Wie lange schießt du, dass du hier bist? Ich? Ja. Hoch, das ist das Menschen von der Fridays for Future Kundgebung. Oh. Thanks. And back to England. Passiert hier nicht viel. Es ist eine gute Atmosphäre, alle sind motiviert. Und die MusikantInnen sind auf jeden Fall eine sehr große Unterstützung. Wird auch gerade verhandelt. Ich weiß gar nicht, ob man mich die ganze Zeit hört, aber egal. Geht's noch bei dir? Was? Gut? Sehr schön. Auf jeden Fall, ja, glaube ich. Ist das live bei vielleicht. Facebook? Ja. Aber sonst. Ein erneutes Deli-Plenum.
Gas halten. Okay. Ja. Okay. Komm zu bitte. 3 Minuten. Banner halten ist auch mal gut. Der würde rauskommen und auch mit uns reden, wenn wir uns irgendwie freiwillig freuen lassen. Alles klar. Irgendwie so. Und da soll ich jetzt nur in unserer Gruppe abfragen, wie wir dann. Ja, okay, es wird. Bürgermeister würde rauskommen und mit uns reden. Die Überlegung ist jetzt quasi, ob wir, wenn er kommt und mit uns redet und wir dann zufrieden sind mit dem, was er sagt, quasi freiwillig gehen. So von wegen Kommunikation mit der Polizei gerade. Fühlt ihr euch damit? Ja, also wenn er zufrieden ist, was er sagt. Also ja. Mir ist es egal, ich bleibe ja auch noch weg. Schwierig. Der Stand ist dieser, dass der Umweltminister gerade mit Fridays for Future spricht und uns angeboten hat, mit Menschen von uns ein Gespräch zu führen, anstelle, also im Gegenzug dafür, dass wir halt gehen und das auflösen. Danke.
sehr ja. Aber ich glaube, schon. Ich sag das mal in die Kamera. Also, wir sind der Meinung, dass es gut ist, mit ihm zu sprechen oder in Kontakt zu treten, damit man dafür auch irgendwie zukünftige Beschließungen bzw. Forderungen von uns, Kommunikation, irgendwie, um die zu gewährleisten. Dafür ist es irgendwie schon in Ordnung, so eine etwas kleinere Blockade aufzulösen. Aber kommt drauf an, was er sagt. Voll, ja. Da ist sie. Vielleicht, soll ich sie gerade nochmal fragen? Dann kann ich vielleicht auch nochmal ein Statement machen. Ja. Es geht. Prinzipiell. Zeig mal den Kleber bitte. Den Kleber. Wenn jemand anders tippt, das mache ich. Stark und sicher. Das geht nicht lauter. Ja. Wunderbar. Genau. Dann keine Glasflaschen, die Transparente nicht zusammenknoten. Ja, übliche Demo-Aussagen. Leider direkt abgeben. Maske tragen. Ja. Richtig bleiben. Ansonsten war's das. Thank you.
Im Namen der Versammlung sind Freundschaften noch ausmelden. Wenn sich jemand dazu berufen fühlt, wäre das grandios, wenn er auf mich zukommen würde. Also auf Fotos sieht es, glaube ich, fett aus mit dem Schnee. Ja, bin halt, also bei mir war es, glaube ich, wie das verschmiert. Ah, okay. Aber könnte vielleicht sogar ganz cool kommen. Ja, kann. Ist auf jeden Fall wirkt der Einsatz dann nochmal krasser. Ja, die würde nochmal ein kurzes Statement geben und dann kannst du Pause machen. In die Kamera? Ja. Wo ist sie denn? Da gerade. Ich geh kurz gucken, ob man nicht kann. So. Ich bin von Also praktisch wurde es jetzt als Versammlung genommen? Weiß ich nicht. Hat er durch Mega. Schon seit einer Woche. Oder Twitter. Facebook. Ja, aber ich bin ja Deutschland. Nicht nur ich für Leipzig, sondern auch der Deutschland. Ach cool. Wie viele Viewer haben wir? Momentan 16. Okay. Aber Grüße aus der ganzen Welt. Grüße aus Kassel. Oh, yeah. Hört man die ganze dieses Wetter. Ja, klar, dann sind wir auch noch einen auf.
Ja, bei schönstem Schneewetter auf jeden Fall. Hi! Hey. Willst du noch ein kurzes Statement geben? Ja, sehr gerne. Wir sind ja hier in Leipzig und blockieren hier gerade einen Teil des Innenstadtrings, weil uns das wahnsinnig auf die Nerven geht, wie die Stadt Leipzig Greenwashing betreibt, Versprechen, symbolische Worte von sich gibt, vom Klimanotstand und was weiß ich, und tatsächlich in der Realität nicht angemessen handelt, keine ambitionierten Klimaschutzpläne hat und stattdessen Klimaschutzziele verfehlt, Emissionsziele verfehlt. Unser Emissionsbudget ist in 5 Jahren aufgebraucht, wenn wir jetzt nicht wirklich umsteuern. Und die Stadt scheint nicht dahinter zu stehen, was sie vor 2 Jahren erklärt hat. Deswegen sind hier heute viele Leute zusammengekommen, die sich trotz Wind und Wetter trauen, hier auszuharren und sich dem entgegenzustellen, was die Stadt mit uns macht. Und wir hoffen, dass wir gleich ein Gespräch mit unserem Umweltbürgermeister führen können. Ich habe gehört, dass er wohl auf dem Weg hierher ist oder sich auf den Weg hierher machen könnte, um mit uns darüber zu sprechen, wie die Stadt Leipzig das rechtfertigt, dass sie Klimanotstand sagt und das Gegenteil tut. Yay, danke dir. Automatisch gespeichert.